Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich will schon wieder Birth by Sleep sagen. Ja, wir stehen vor der vorletzten Welt. In der letzten Folge haben wir das Land der Musketiere abgeschlossen mit Sora, ne? Und wir spielen jetzt auch gerade Sora. Und ja, ich habe offscreen ein bisschen trainiert, wie man sehen kann. Und wenn ich jetzt die Datei auf meinem PC finden würde, dann würde ich auch sagen, was ich noch alles gefunden habe. Ja, okay. Natürlich die restlichen Schätze aus dem Land der Musketiere und so eingesammelt, damit wir schon mal alles haben. Geil, ne? Und ja, was haben wir denn gemacht? Ich habe viele Spezialportale gemacht, also diese Dinger hier in den alten Welten. Und ja, ich habe das so weit gemacht, bis ich bis auf im Land der Musketiere alle erstmal vervollständigt habe. Und ich habe herausgefunden, dass in jeder Welt genau 6 Spezialportale vorhanden sind. Und kommen wir noch mal nachgucken hier, ne? Und ja, ich habe bis auf Traverse in fast jeder Welt alle, ne, in Traverse fehlt mir auch noch eine mit beiden Charakteren. Weil da ist ein bisschen nervig, dass man die ganze Zeit hin und her switchen muss und dann noch zufällig eine Chance hat, diesen blöden Spezialportal hier auszulösen. Aber was soll's, muss ja irgendwann mal gemacht werden. Ist halt nichts anderes, als wenn ich irgendwie andere Portale, so Kampfportale hier untersuchen würde, nur die ein bisschen stärker sind. So, bei den Sturzbonis habe ich ein paar neue Sachen bekommen. Ich kann ja direkt hier hingehen und zeigen. Und zwar habe ich Tornadoschlag, Zeitsturm und Sinistra Feuer, glaube ich, bekommen. Nee, ich habe Gleitblocken irgendwie bekommen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und Sinistra Barriere hier. Vorne in den und gegen den Luftschleuders. Natürlich ist für Rico, das ist eine Sinistra Barriere, die kann ich den direkt mal ausrüsten. Das ist was ähnliches wie was Aquate in Birth by Sleep. Also wir haben so eine Rundum Barriere jetzt um uns herum. Geil, ne? So, dann habe ich, nein, ich bin noch nicht fertig mit Traumfragment, habe ich auch neue Sachen. Okay, per Spezialportal habe ich, glaube ich, das hier bekommen. Raufbordrezept, ja. Spezialportal Traverse, Dach mit Sora, ja, auf dem Dach mit Sora anscheinend. John Heuler Rezept, das habe ich, lass mich gucken, in Monstro bekommen. Ja, durch ein Spezialportal nehme ich an, habe ich mir jetzt nicht mehr notiert. Bohrhorn Rezept, das war Last City Closs, oder ja, auch per Spezialportal. Dann im Mickeys Gefängnis, also da habe ich einen Tornadoschlag, ja, okay. Und ja, sind so alles Sachen, die ich ausgehen gemacht habe. Meine Traumfänger haben natürlich ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Da tun wir jetzt auch noch nach. So, meine Notiz kann ich jetzt wegpacken. So, meine Güte, sind halt viele. So, hier lernen wir Luftkombo Plus, ne? Ja. Gib mal das, mach das auf. Den habe ich die meiste Zeit natürlich gehabt. Den Typen, den Frosch, Feuerer und Feuer, das ist jetzt nicht so interessant. Also gehen wir da lang. Aber hier haben wir Luftstaccato, haben wir auch schon. Item ist ja super. Das ist eine Fähigkeit, die ich voll brauche. Feuerfest. Okay, wir haben aber die Dings bekommen, das ist schon mal gut. So, hier haben wir ein paar neue Sachen. Das hat man ja noch nicht angefangen. Magie hast oder Attacken hast? Ja, Magie hast wegen Vita. Wir schon fertig, verdammt. Was ist das denn? Das ist ein Sternchen. Erlösung. Okay. Glaube ich eine Attacke nur für Sora, ne? Welche Attacke hat auch Ventus? So, jetzt will ich mal wissen, bekomme ich jetzt ein Finalex hier, wenn ich hier mache? Ich glaube ja, ne? So, HP Boost. Mehr Ballonga. Ich glaube, ich will das haben. So, dann kann man, glaube ich, ein paar neue Geister erstellen, ne? Das ist gut. Tun wir mal neue Sachen erstellen. Kann ich irgendwas herstellen? Ich kann vieles. Ich kann den Elefanten erstellen. Ausgezeichnet. Okay, den Krassvogel. War das voll der Krassvogel. So, oh Gott, das kriegen wir gerade so noch. Hingeist erschaffen, ja, warum denn nicht? Frag mich doch nicht so blöd. Okay. Oh.
Okay. Nennen wir dich Ben. Ich muss sofort an Benjamin Blümchen denken. Da musste ich Ben sagen. Ben der Elefant. Benjamin. Der müsste so in Englisch heißen, ne? Benjamin. Okay, was kann man noch herstellen? Jung Heuler. Taumelwanze. Ich möchte einen Krassvogel herstellen. Oder nee, das Bohrhorn möchte ich, glaube ich, herstellen. Aber die richtig dicken Viecher hier, geil. Und die sind natürlich alle nur provisorisch hergestellt. Später werde ich die wahrscheinlich alle nochmal herstellen, nur halt mit Sternrang. Damit die auch verdammt stark werden. Name, 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 Name. War ja nicht. Wo ist Dingens? Ö, wo ist Ö? Ich suche Ö. Hier. Nennen wir dich Hörnchen. Oh, ich bin wieder voll kreativ ausgelegt, ne? Boah, Experte. Dann noch einen am besten. Ich kann noch viel mehr herstellen. Meine Güte, warum kann ich so viel herstellen? Krass, Vogel. Okay, krass, Vogel. Name, 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 Name. Rassvogel. Nennen wir dich Vogel. Vogel. Wow. Das behämmert. Oder Vogel. Oder noch mehr. Ich kann immer noch Leute herstellen. Das gibt's jetzt nicht. Ich kann dich neu erstellen. Den Jungheuler. Bin ich dich jetzt einen habe ich Robby genannt, wer ist mein Robert? Boah. Wird er mit 2 B geschrieben oder 1 B? Mit 1, oder? Okay. Eigentlich wissen, ich kannte mal einen Robert, mehr oder weniger. Und die Mietblumen, die kann man auch noch erstellen. Um die höchstrangigen Versionen von denen herzustellen, musste ich, glaube ich, von jedem Rezept noch viel mehr da reinballern. Aber ja, ich habe noch nicht alles und das werde ich alles farmen, wenn ich Glückspilz oder so irgendwie habe. Ach so, muss ich jetzt auch noch nachgehen. Ich hoffe, es gibt Glück, es gibt irgendwie Glückspilz oder so. Weiß ich nicht. Karl. Das ist der erste Name, der mir in den Namen in Gedanken reinkommt, ist eh. Schnurri, da wird ein guter Name gewesen. Karl einfach. Also Robby, Robert, Karl. Mein Gott. Ja, was könnt ihr denn alles? Ich kann nicht eigentlich rausnehmen, brutal, aber der Brutalo möchte ich nur haben. Dings Ballonga, bei dir brauche ich nichts mehr. So. Lichtschutz, Sanctus Funkra, Immunität. Ja, nur Immunität, Erfahrungsboost, ja. Wahrscheinlich nur, wenn ich irgendwie weniger AP habe oder irgendwie sowas, aber was soll. Ich doch gar nicht, Mann. Hier. Der verreckt verdammt oft. Ich glaube, hier 99. Was? Was? Warum haben die denn alle 99 HP? Okay, ist er Maximum oder wie? Mein Gott, die Werte von denen sind alle gleich. 21, 24. 29, was? Ach, sind meine Werte, oder? Boah. Das, ey. Okay, so sieht unser Team aus. Hier gibt es ein neues Erfahrungsboost, ne? In einer Erfahrung verdoppeln sich mit einer P unter 25% fallen. Ich
Power leveln will, dann wahrscheinlich wird das letztlich, aber wir gehen jetzt mal endlich da rein. Hat schon wieder viel zu lange gedauert. Simsalabim Sinfonie, auch eine sehr schöne Welt. Freue ich mich schon. Ich kann mich nicht entscheiden, ob diese oder die letzte Welt meine Lieblingswelt ist. Bei sehr schöne Welten. Wollen wir sie ja machen. Bonuspunkte, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ja, ich glaube, ich bin irgendwie zum Test irgendwie schon reingegangen. Um zu gucken, ob ich levelmäßig irgendwie gut zurechtkomme mit, weil nicht Level 30, wo ich noch war, bevor ich hier angefangen habe zu leveln. Und ich kam eigentlich nicht so schlecht hier voran. Also ich hätte das, glaube ich, mit Level 30 auch geschafft, aber wir sind jetzt Level 34, da wird uns irgendwie empfohlen, ich sollte vielleicht mal normal angreifen. Nein! Aber ich kann die Welt, ich kann diesen Sturz hier nochmal neu machen, habe ich das Gefühl. Okay. Oder ist knapp. Ah, faster, faster! Ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, indem ich irgendwo reingeflogen bin. Komm schon, A-Rang. Ja gut. Richtige Fantasie, gut. Also hier nehmen wir da rein. Da ist Mickey. Oh, so schöne Farben. Ja, und natürlich kennen wir doch. Okay. Is this? Am I back at Master Yensid's tower? Something seems off. King Mickey. Is this what's troubling him? All right. Pff, draufschlagen, genau. Gosh, is that a keyblade? Who are you an apprentice to? I'm Mickey, the sorcerer's apprentice. Oh, what? Apprentice? Wait, am I in some world where the king was still in training? So, does that mean this world is sleeping? Wie oft hat er denn eigentlich schon? Oh, I'm Sora, the warte mal. Apprentice of, kann es sein, dass diese Welt hier schläft? Genauso wie es Jens hier am Anfang gesagt hat. Mickey, what can I do to save you? Thank you, Sora. Das meine ich irgendwie. Sora ist irgendwie ein bisschen verdämlicht in diesem Spiel. So dämlich war der im ersten Teil nicht. To dispel the darkness, we need a sound idea. It's that dream eater I let escape. Okay, where do I get a sound idea? What? You'll find one for me? Of course. Thank you. It's not every day I get to do a favor for the king. Huh? Did you say something? Oh, nothing. Long story. So what exactly is a sound idea? Hmm. Inside this musical score should be a power that can sweep away any darkness. But you gotta be careful. In between those clefts and notes are monsters. Not as strong as the big one, but still pretty strong. Got it. Ah, machen wir die platt. Wir wissen noch, wie es läuft. Durch die Welt kloppen, Leute kaputt hauen, Boss kaputt hauen, nach Hause gehen.
Symphony of Sorcery, Simsalabin Symphony. Realitätswandel, Komponist, drücke eine Taste am Leuchten. Ja, schon herausfinden irgendwie. Jetzt ansehen, Rückblende, der Zauberlehrling. So ist er, glaube ich. Nee, warte mal. Boah, wie ist der Film nochmal? Fantasia. Leider nie gesehen. Aber ich habe viele Videos schon gesehen davon. Und einigen Liedern da. Ist mehr oder weniger so ein Musical-Film, so wie ich das verstanden habe. Da kam ich. Ja, gerufen und ich bin wieder. Ich bin schon wieder direkt am Stürzen. Ey, was zum? Kann ich was Neues kaufen? Ja. Nur so, okay. Okay, dann kann man direkt das eine Viech aus dem Team nehmen, welche sich eigentlich im Team haben wollte. Wegen Butalo. Wer war das? Butalo. Feuer. Braucht er jetzt nicht mehr. Gut. So viel dazu. War irgendwie praktisch. So, mehr Charmeur, Immunität. Ja, ich kann leider nicht sehen, was der andere noch lernt. Du lernst wahrscheinlich auch noch andere Sachen, ne? Aber ich sehe das nicht. Charmeur, komm. Oh, Erlösung aber, ne? Und 3er Plasma, bitte. Das ist auch brutal. Ohne Erfahrungspunkte will ich haben, genau. Okay. So, diese Welt ist so ein bisschen einzigartig hier. Ich werde auch schon sehen, warum. Die Welt der Musik betreten. Ist ja irgendwo eine Truhe, ne? Ne? Warte mal, kaufen. Aber ich habe nur Butalo gekauft, da gibt es da bestimmt noch mehr. Weil ich sonst mag Tornado-Schlag, alle Sachen nicht so bekommen habe. Feuer, ich muss ja gar nicht die ganzen Sachen lernen, habe ich das Gefühl. Rache Wurf. Um nicht aufzurichten und zu kontern. Ja, möchte ich vielleicht haben. Eine Menge Geld bekommen. Ich meine, aus Queen leveln. Irgendwann kann ich den ganzen Sachen kaufen. Obstpfotenrezept. Boink. Tai Ho Käfer. Okay. Mein neuer. Nein. Pff. Dingens. Was habe ich? Gleithaken. Was? Oder so viele Dinger irgendwie frei. Na, steh auf. Ja, das ist besser als steh auf, Männchen. Wir gehen schon mal rein, weil wir wieder keine Zeit haben. Ich bin kurz vorm Level Up, glaube ich, mit zu Ohr. Deswegen besser Level noch abholen und dann zu Rico wechseln. Ich hoffentlich auch auf der Weltkarte ist. Ja, diese Welt ist so richtig schön, weil besteht meistens aus nur Hintergrundmusik und Soundeffekten. Also Sora tut keine Geräusche machen oder so beim Angreifen. Das ist richtig schön gemacht. Gut, oder? Man hört hier gar nichts von Sora. Man hört nur die Musik und die Soundeffekte. Ja, da haben wir jetzt nicht viel davon. Ich weiß nicht, ob die ganzen Lieder aus dem Film oder so sind oder ob das immer extra komponiert worden ist oder so. Aber ja, richtig geile Welt. So, Rico, lass mich mal ganz kurz noch deine Traumita auschecken. Traumita, halt. Dreamita. Ja.
Nehmen wir mal ein paar andere. Nehmen wir mal dich. Ich will mal gucken, was du noch so hast. Ja, nicht wieder die gleichen hier haben. Du hast auch relativ wenig. Du kannst bestimmt auch einige Sachen freischalten, ne? Und der Krassvogel. Zeig mal. Vogel. So, ach, habe ich mir noch gedacht. Du hast auch wenig. Also wirst du wahrscheinlich auch gute Sachen haben, oder? Und ich sag ja. So, am besten jetzt hier auch Goldtaucher bekommen. Das werde ich auch noch mal rein. Also noch mal stürzen. So, kein Boss und so, ausgezeichnet. Dim, dim, dim. Dim, dim. Besiege 30 Feinde, bevor die Zeit abläuft, kein Ding. Ups. 2, 3. 4, 5, 6. Oder war knapp. Sag ich Feuersbrunst, was? Was mehr Gegner ist. Was ist das? Die Dinger haben nicht als Gegner gezählt, war irgendwie klar. Oh Gott! Ja, als Gegner gezählt. Was ist das? Komm. Vier Gegner noch. Und noch ein Zauber wieder. Rüstert. Und Ring offen jetzt. Bah. Haben wir wahrscheinlich jetzt den A-Ring wieder vermasselt. Komm schon. Rekordzeit. Ja, gut. Muss ich auch nicht rein. Gut. Ich hatte jetzt diese Stürze hier nochmal zu machen. A flood? Strange. It's coming from upstairs. Das bedeuten, bin ich hier etwa in einem Traum? Na, zum Glück hat Rico was im Kopf, ey. Oh, okay. Ich bin raus. Und da ist ein Ding. Ding, ding. Oh, die Gegner sind aber auch noch ganz schön stark, ne? Dafür hatte ich 34 bin. Aua. Alter. Alter. Au. Eine Truhe. Alter, ich habe ja gar keine Chance, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe Luftkombo drin, ne? Wie viel HP die Gegner ja haben, ey. Geil. Boah. Ich wollte die ganze Zeit schon auf die... Du kannst dich unsichtbar machen, was? Dingens. Fertigkeiten. Ah, mach das mal weg. Das ist ein Sport. Oh, das ist ein Spezialportal. Müssen drei erfolgreiche Konter aus. Oh Gott, das wird wehtun. Komm her. Ja, schon bei Musketieren Welt hier voll Probleme mit einigen Portalen. Mit dem einen. Was? Aber ja, wir sagen ja, dass nur du bist. Wir verwirrten euch. Oh Gott. Aber ich kriege keine Copyright-Probleme. Oh Gott. Weil hier meistens nur Lieder am Laufen sind. Geh weg. Ich möchte vielleicht erstmal... Alter. Weg von mir. Weg.
Oh ja. Alter, geht weg. Kann ich sein. Einen habe ich erledigt, glaube ich. Alter. Noch du. Dieser Angriff, ne? So, komm mal her. Halt, halt der viel aus. Bist du hin und bleib hier. Hier auf das Gift. Da wird wie hat. Was ist das? Mein Gott. Wie sagt mir, war es das irgendwie mit den Gegnern? Wenn danach noch irgendwas kommt. Oh, die Musik ist so richtig laut, ne? Aber die ist nicht lauter als ich. So. Gut, abgeschlossen. Zu mehr komme ich, glaube ich, gar nicht mehr in diesem Pfad aus der Spezialportal. Ja, und das sind die Spezialportale, mehr oder weniger. Und jedes Mal, wenn ich stürze, kommt irgendwie ein neues. Das ist ein bisschen doof. Weil manchmal brauche ich irgendwie Glück. Um irgendwie zu ich muss irgendwie hoffen, dass ich das Richtige bekomme, nachdem ich stürze. Das ist manchmal ein bisschen doof gemacht. Mickey! Oh, selbst Problem. Hast du auf das Ding drauf? It has him trapped. You won't be able to defeat that darkness with brute force. Warum hast du es vorher nicht gemacht? The sorcerer's apprentice. Who are you? Riku, if brute force won't work, tell me what will. Do you really mean you're gonna try and help me? Yes. Gosh, Riku. Something tells me you and I are going to be good friends and we'll help each other out a lot someday. Die Ironie. This music is a sound idea powerful enough to dispel the darkness. Can you find it? I'll try. Leave it to me. Dann jetzt mal rein in die Welt oder auch nicht, weil der Part zu Ende ist. Simsalabim, Sinfonie. Jetzt ansehen, ein magisches Malheur. Na, da auch wieder einen Hut geklaut. Mit der Übermeister Magier. Da sind doch die Wachen von Stadt Disney. Das ist auch irgendwie so eine Szene, die nehmen da Wasser und schütten hat die ganze Zeit in irgendeine Ecke, ne? Immer ganz schön viel Wasser da reingepackt haben. Platsch. Platsch. Hi, ich bin schon wieder da. Was geht? Nostalgika. Ach, ich glaube, ich habe alle Rückblenden, oder? Kann das sein? Wieder neue Sachen, was? Blitzka. Gib mir das. Blondra. Flüchtige Fantasie. Lüpp. Direkt mal ausrüsten, hallo. Ha. Na, voll egal. Den haben wir alles. Sehr gut. Was man hier sehen, wegen Schätze, ja.
Hat auch 22 und also 23, 21. Beziehungsweise weniger, weil wir schon ein paar haben. So, gut. Linkportale, ja. 1. Trophäenschrank, warte mal, da ist schon. Punkt im Tauchmodus, okay. Ich wollte Traumfänger gucken. 86% und 64 davon haben wir schon. Also 86, okay. Die Bosse zählen auch dazu, aber die können wir ja nicht haben. Dafür gibt es ja auch so ein paar andere Traumfänger. Gut, aber ich sagen, ich beende Part hier und in der nächsten Folge betreten wir mal echt jetzt hier Simsalabim Symphonie mit Rico. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.